Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Biotope, den detailliertesten und realistischen Aquarium-Simulator auf Steam. Meine Eltern hatten damals auch schon ein Aquarium und hier durfte ich nur die Vorteile genießen. Ich durfte die Fische anschauen, ihnen Namen geben und füttern, all sowas. Aber ich musste das Aquarium nie sauber machen. Das haben immer meine Eltern für mich übernommen. Das war ziemlich cool, aber ich habe mir mal gesagt, wenn ich irgendwann mal selber eine Wohnung habe, und das habe ich jetzt doch schon seit ein paar Jahren, dann werde ich mir auch selber ein Aquarium zulegen. Das ist bis heute leider noch nicht passiert, weil ich einfach keinen Platz dafür habe. Und da, wo ich Platz hätte in meinem Zockerzimmer, das baue ich jedes Jahr aufs Neue um. Und das wäre sowohl für mich als auch für das Aquarium doch sehr anstrengend. Darum ist bis heute hier noch kein Aquarium aufgebaut worden. Aber wer weiß, wenn ich meine größere Wohnung ziehen sollte, dann kommt dann hoffentlich endlich das Aquarium. Bis dahin kann ich mir hier den Traum eines Aquariums mit Biotope erfüllen. Das schaut ja doch schon ziemlich gut aus, was wir da im Hintergrund sehen. Und damit wir jetzt mal ganz schnell den ersten Eindruck vom Biotope gewinnen können, starten wir hier mit dem Tutorial, in dem wir einen 144 Liter Tank bekommen, also ein 144 Liter Aquarium und 200 Euro zum Ausgeben. Und dann werden wir natürlich hier Schritt für Schritt wieder an das Aquarium herangeführt, wie wir dieses aufzubauen haben. Ich muss jetzt hier nur noch mal ganz kurz die Sprache umstellen und dann können wir jetzt hier auch mit dem Tutorial schon loslegen. Im ersten Schritt werden wir jetzt hier einen Filter installieren. Den haben wir schon mal vorausgekauft gehabt oder zumindest haben wir den sofort da, ohne was zahlen zu müssen. Dann können wir hier den Filter installieren und als nächstes müssen wir ihn einschalten. Okay, dann schalten wir ihn hier mal ein und hier können wir dann so verschiedene Einstellungen am Filter vornehmen, die dann verschiedene Auswirkungen haben. Hier sehen wir es nämlich zum Beispiel, wenn das Feld hier nochmal weggeht, dann können wir das nochmal sehen hier. Das dauert nur kurz. Wir können auf jeden Fall hier jetzt mit den Einstellungen bei der Düse oder aber auch beim Ventil den Luftdurchsatz bestimmen. Dieser ist wiederum sehr, sehr wichtig eigentlich für den pH-Gehalt des Wassers. Hier für den Durchsatz selber auch. Und dann haben wir hier noch die Leistungsaufnahme in Watt, denn nichts ist kostenlos an einem Aquarium. Wir müssen hierfür Strom zahlen, aber dazu später mehr. Jetzt müssen wir erst einmal was anderes tun und zwar den Hintergrund auswechseln. Da haben wir auch schon mal einen vorausgekauft gehabt. Wunderschön schaut das aus. Ganz, ganz viel Stein. Und dann als nächstes gehen wir jetzt in den Blue Life Shop und kaufen weitere Steine, weil ja die Steine im Hintergrund nicht reichen. Und ich würde vorschlagen, hier kaufen wir jetzt einfach mal zwei von denen. Die passen nämlich farblich zum Hintergrund. Dann können wir uns noch den hier kaufen. Und ja, kaufen wir hier noch den Everest und den Ischinski. Da haben wir jetzt hier mal 5 Steine gekauft. Und als nächstes müssen wir jetzt hier ein paar Pflanzen kaufen. Und jetzt wird schon ziemlich wichtig eigentlich, denn beim Kauf von Pflanzen sollte man sich vorher anschauen, was diese Pflanzen für Bedingungen haben. Das sehen wir zum einen natürlich hier in der Beschreibung dieser Pflanze. Das sehen wir nämlich zum Beispiel hier. Diese Pflanzen tolerieren keine schlechten Wasserverhältnisse oder CO2-Mangel. Diese Pflanze hier möchte nicht ständig über 25 Grad leben. Und diese hier, die ist eigentlich recht pflegeleicht. Und das können wir am ehesten sogar nochmal sehen, wenn wir hier auf Stress klicken. Dann sehen wir hier die zwei Werte, auf die es ankommt für die Pflanze. Da sehen wir links und rechts die Grenzwerte. Da sehen wir zum Beispiel die nordamerikanische Hanichse kann Temperaturen minus 6 bis 38 Grad aushalten, sage ich jetzt mal, aber das Problem ist natürlich, dass minus 6 die Pflanze unheimlich unter Stress setzt. Und da sehen wir jetzt hier auch verschiedene Balken, rot, orange, gelb und grün. Diese Bereiche, wenn wir uns, je nachdem in welchem von dem wir uns aufhalten, umso stressiger wird es für die Pflanze. Unser Ziel sollte es natürlich sein, uns hier im grünen Bereich zu bewegen. Wenn wir jetzt dann mal auf die rote Stern Ludwigia gehen, dann sehen wir hier, die Grenzwerte verschieben sich, aber auch diese Bereiche sind plötzlich größer bzw. kleiner. Und natürlich der Preis ist auch entscheidend. Die hier kosten 6 Euro, die hier kosten schon 10,50 Euro und die hier nur 2,50 Euro. Und jetzt kaufen wir einfach mal die hier, weil für den Anfang sind die deutlich einfacher zu handhaben.
Wir müssen auch aufpassen, ne, dass die Voraussetzungen der Pflanze auch mit den Voraussetzungen der Fische übereinstimmen. Und die gucken wir uns jetzt nämlich an, denn wir müssen jetzt hier 5 Neonfische kaufen. Und dann kaufen wir uns doch mal den hier, den Neonsalmler. Und dann, wenn wir uns hier mal die Stresskategorie anschauen, dann sehen wir jetzt hier sogar noch mehr Werte, auf die es ankommt. Unter anderem Sauerstoff, dann glaube ich Nitratgehalt oder so. Ich weiß gar nicht, was die Abkürzungen alles heißen. Werden wir vielleicht noch später sehen. Aber hier sehen wir jetzt nämlich auch wieder, der Fisch mag Temperaturen 14 bis 34 Grad. Hier haben wir einen ganz, ganz großen grünen Balken und die pH-Werte sind 4 bis 9,5. Wenn ihr euch nochmal erinnert, bei der Pflanze hier sind es 3 bis 13,5. Hier sind es 2 bis 11,5 und hier sind es 1 bis 11. Und die Bereiche, der grüne Balken, der ist entscheidend, dass der sich ungefähr mit denen der Fische deckt natürlich. Jetzt kaufen wir hier einfach mal 5 Fische ein, so wie das Tutorial es von uns möchte. Das Temperament des Fisches ist übrigens friedfertig. Sehr gut, Schwierigkeitsgrad ist leicht, das gefällt mir auch sehr gut. Und dann müssen wir jetzt hier als nächstes noch einen Heizstab kaufen mit mindestens 150 Watt Leistung. Wie gesagt, diese Wattanzahl ist insofern wichtig, da wir natürlich Strom zahlen dafür am Ende der Woche. Und jetzt aber müssen wir jetzt hier erstmal die Steine platzieren. Das mit den Stromkosten und so weiter, das werden wir uns nachher anschauen. Wie gesagt, immer am Ende der Woche bekommen wir hier dann die Rechnung. Aber jetzt lass uns doch erstmal hier so ein bisschen das Aquarium bebauen. Ich würde hier ganz gerne so eine kleine Höhle aufbauen für die Fische. Können die sich dahinter so ein bisschen verstecken, wenn sie wollen. Die Steine können wir hier sogar drehen. Das ist sogar gerade ein bisschen neu für mich. Habe ich gerade eben erst herausgefunden. Da hat man gedacht, das probierst du jetzt einfach mal aus. Dann hier noch ein Steinchen. Und dann machen wir hier noch eins. Ah nee, das gefällt mir nicht ganz so. Perfekt. Dann haben wir da jetzt nämlich nochmal so eine Art Höhle geschaffen. Und als nächstes sollen wir jetzt hier noch die Pflanzen platzieren. Und da würde ich gerne mal hier eine Pflanze hinstellen. Wobei das ein bisschen doof ausschaut. Die ragt ja aus dem Aquarium heraus. Und die können wir leider nicht drehen, die Pflanzen. Das ist ein bisschen schade jetzt. Das ist ein bisschen schade. Vor allem, dass sie da aus dem Aquarium herausragen. Na gut, man kann nicht alles haben. So, dann stellen wir hier nochmal ein bisschen was hin. Ja, wobei, lieber mal ein bisschen beisammen. Ich hätte auch ganz gerne irgendwie mal so einen freien Blick auf die Fische. Darum sollten wir vielleicht nicht hier über die ganze Länge die Pflanzen verteilen. Stellen wir hier nochmal die kleine dahin. Perfekt. Das ist jetzt schon mal unser Aquarium für den Anfang. Nun müssen wir jetzt hier noch den Heizstab platzieren. Den wir jetzt dann auch noch einschalten müssen. Das geht auch wieder hier unten rechts über den Button. Da klicken wir hier rein, drücken auf ein und müssen ihn jetzt noch auf 25 Grad stellen. Und jetzt können wir, wenn wir jetzt hier mal auf das Aquarium mit dem Auge klicken, das wird in dem Tutorial leider nicht erklärt. Wir müssen jetzt ja den Zeitraffer aktivieren, damit unser Aquarium auf eine Temperatur von 20 Grad kommt. Und wenn wir jetzt hier auf dieses Auge im Aquarium drücken, dann färbt sich alles schwarz-weiß bis jetzt auf die Pflanzen und die Fische, die werden farblich hervorgehoben. Grün für gut, orange für nicht so gut und rot für ganz, ganz schlecht. Also das ist der Stresswert, den wir dann hier sehen können. Und wir sehen jetzt hier oben links eben noch die Temperaturanzeige, den pH-Wert, gelösten Sauerstoff, Ammoniakstickstoff, Nitritstickstoff und die Nährstoffe in diesem Aquarium. Wir machen jetzt den Zeitraffer. Jetzt haben wir gesehen, okay, die Temperatur ist auf 20 Grad nach oben und der gelöste Sauerstoff hat sich auch verändert. Und jetzt sind wir bereit, die Fische ins Aquarium zu werfen. Wer schon mal ein Aquarium hatte oder die Eltern eben ein Aquarium hatten, der wird wissen, dass diese Fische normalerweise in einem Beutel, dass diese Fische mit dem Beutel ins Aquarium gelegt werden, damit sich die Fische langsam an die Temperatur des Aquariumswassers anpassen können. Hier in diesem Spiel ist es leider ein bisschen anders. Die werden einfach eiskalt ins Wasser geworfen.
Und jetzt haben wir sie da drüben, alle 5 Fische. Wunderschön, die werden wir uns gleich mal aus der Nähe angucken. Vorher müssen wir jetzt die Fische aber erstmal noch füttern. Und dafür gehen wir jetzt dann quasi in unser Inventar rein. Hier hinten rechts Futter, Chemikalien und Heilmittel finden wir hier. Einmal den Wasserhahn, da können wir den Wasserwechsel vornehmen. Und dann hier diese Fischfutterdose. Und da müssen wir jetzt 0,2 Gramm ins Becken werfen. Und dann sind wir hier links. Unmittelbare Auswirkung auf das Aquarium ist, dass der Nährstoffgehalt des Wassers von 0 auf 0,83 Milligramm springt. Und damit hätten wir das Tutorial gemeistert. Perfekt, wir sind auf Level 1 aufgestiegen und wir sollen nicht vergessen, unsere Fische regelmäßig zu füttern. Wir gucken uns jetzt hier mal einen Fisch so ein bisschen aus der Nähe an. Es fehlen noch so ein bisschen die Bewegungen vom Fisch. Das wäre jetzt noch was, wenn der sich noch ein bisschen mehr bewegen könnte. Aber wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dieses Spiel ist im Moment Early Access, seit ein paar Tagen heraus. Da wird sich also noch sehr, sehr viel tun, hoffe ich und glaube ich auch. Denn wenn wir jetzt mal in den Blue Life Shop reingucken, dann sehen wir jetzt auch, dass es hier noch nicht allzu viele Fische gibt. Wir haben hier einen Guppy zum Beispiel. Hier drüben hätten wir einen Zwergbuntbarsch oder einen Segelflossler. Den grünen Diskus hätten wir auch noch oder hier einen grünen Kugelfisch. Aber es gibt da noch viel mehr Fische für ein Aquarium. Wir hatten damals einen Antennenwels, beziehungsweise mehrere Antennenwels im Aquarium, einen Panzerwels oder auch einen Leopardwels. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel mein Vorschlag an die Entwickler: Antennenwels. Schaut, dass ihr einen Antennenwels reinkriegt, das wäre so geil. Der kann dann auch gleich noch das Aquarium putzen. Ich weiß auch gar nicht. Werden wir auch noch herausfinden mit der Zeit, denke ich. Oder wird es vielleicht noch dazu kommen. Algenbildung ist ja auch so eine Sache im Aquarium. Und da hat der Antennenwels immer super mitgeholfen. Der hat da immer schön geschaut, dass er das sauber bekommen hat. Natürlich hat er es nicht zu 100% geschafft. Aber ein bisschen was zumindest. Damit meine Eltern so ein bisschen mehr Zeit hatten zwischen Aquariumsreinigungstagen. Naja. Gut, schauen wir weiter. Wir können hier natürlich pflanzen. Achso, ja, und wir können am Anfang noch nicht alle Fische kaufen. Das geht erst später. Wir müssen nämlich eine Mindeststufe erreichen für diese Fische. Und die erreichen wir dann über das Erfüllen von Quests zum Beispiel, wie jetzt hier den Time Warp, wo wir hier haben. Und natürlich auch am Ende der Woche, das werden wir jetzt hier gleich mit dem Time Warp verbinden, bekommen wir Boni und Erfahrungspunkte für stressfreie Pflanzen und Tiere. Werden wir uns gleich noch angucken. Vorher noch ganz kurz weitere Sachen, die wir noch kaufen können. Dasselbe gilt natürlich auch für die Pflanzen. Brauchen wir auch Mindestanforderungen. Und hier für die Deko auch mit den Steinen. Dann haben wir hier noch naturbelassene Wurzeln. Also einfach so ein bisschen Holz und Wurzeln. Die haben Auswirkungen auf das Wasser. Wir sehen das hier zum Beispiel. Holz ist chemisch aktiv und setzt Huminsäure ins Wasser frei, die das Wasser verdunkeln und den pH-Wert senken. Dann haben wir hier drüben noch ganz, ganz viele Deko-Elemente, wie zum Beispiel Schachfiguren, einen Ball, einen Fass, einen Anker oder auch eine Schatztruhe, beziehungsweise hier sogar eine Buddha-Statue. Totenkopf, dann die Moai-Osterinsel-Statuen und. Hier haben wir noch den Boden, den können wir auch noch verändern, wenn wir wollen, sowie den Hintergrund, den können wir auch nochmal verändern. Ansonsten hier ein paar Heizstäbe, bisschen am Licht können wir auch noch rumschrauben, wenn wir wollen. Wir können uns hier weitere Aquarien kaufen, Größe vor allen Dingen, das größte hier ist glaube ich 486 Liter. Und dann haben wir hier drüben eben die Futter, Chemikalien und Heilmittel, mit denen wir dann die verschiedenen Werte unseres Aquariums steuern können, wie den Nährstoffgehalt, den Nitritgehalt und, damit es eben für unsere Fische und Pflanzen optimal läuft. Apropos Deko vielleicht noch ganz kurz. In meinem Aquarium, das ich mir mal zulegen werde, habe ich bis jetzt immer noch vor, ich habe ja auf dem Dachboden meiner Eltern Lego Star Wars Figuren, ein AT-AT, einen AT-ST und ich glaube sogar der Shuttle vom Imperator zum Beispiel. Das wird vielleicht jetzt nicht gerade passen. Aber ich hatte mir echt überlegt, die mal herzunehmen und ins Aquarium zu tun. Quasi so ein Star Wars Theme Aquarium aufzubauen, wo dann die
Fische einfach ein bisschen dadurch schwimmen. Wäre natürlich cool, eigentlich die Schlacht von Hoth. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das Lego das mitmachen würde. Das müsste ich mal ausprobieren vielleicht. Aber das wäre eigentlich ziemlich cool. Und an der Stelle vielleicht auch, sollte es mal eine Modding-Community geben für dieses Spiel hier, für Biotope. Macht Star Wars-Figuren rein, Star Wars-Objekte, whatever, alles was von Star Wars ist, haut's rein und dann werde ich hier ein wunderschönes Star Wars-Aquarium erschaffen für euch. Da würde ich mich riesig freuen drüber. Gut, dann schauen wir uns jetzt hier mal die Quest an. Time Warp heißt diese. Wir müssen nämlich hier jetzt mindestens zwei Fische im gleichen Becken haben, zwei Pflanzen im gleichen Becken, den Zeitraffer aktivieren und für 30 Sekunden lang aktiv halten. Und das wird jetzt sehr spannend. Dafür gehen wir jetzt hier nämlich. Moment, ich muss das hier wieder wegmachen. In unsere Infoansicht. Wir sehen, noch ist alles grün. Und jetzt beschleunigen wir mal die Zeit. Ihr achtet hier oben so ein bisschen mal auf die Werte und vielleicht auch hier auf die Farben. Denn die werden sich vielleicht ändern. Der pH-Wert zum Beispiel, der geht nämlich nach oben. Und das ist jetzt hier ganz, ganz entscheidend, weil ja unsere Pflanzen und Fische, wir sehen das schon, die Fische da hinten werden schon gelb. Ich kann den Zeitraffer jetzt nur nicht anhalten, weil ansonsten muss ich das immer wieder von vorne machen, um diese Quest zu erfüllen. Aber wir sehen jetzt hier, die werden gelb, weil sie Stress ausgesetzt ist. Der pH-Wert ist nicht optimal für sie und da müssen wir jetzt dann einfach gleich noch was dagegen tun. Wobei im Moment hält er sich so bei 8. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Stopp, stopp, stopp. Wir haben die Quest abgeschlossen und dafür 10 Erfahrungspunkte sowie 10 € bekommen. Und haben jetzt hier noch zwei weitere Quests dazu bekommen. Einmal glückliche Fische und Großvaters Liebling. Aber die werden wir uns jetzt hier nicht genauer anschauen. Ich würde jetzt gerne versuchen, dass wir jetzt die Fische wieder so ein bisschen zufriedener stellen können. Wir klicken mal so einen Fisch an, sehen hier Stressniveau 23,4 und wenn wir jetzt dann auf Infosteuerung gehen und auf Stress, dann sehen wir hier, der pH-Wert ist leicht erhöht, was ihm den Stress aussetzt. Das ist nicht so gut, finde ich. Müssen wir gleich was tun dagegen bei der Pflanze. Da hätten wir sogar noch ein bisschen Spielraum. Na gut, was können wir also machen, um den pH-Wert zu senken? Gucken wir mal in den Blue Life Shop rein. Naja, gut, zum einen könnten wir hier jetzt so Wurzeln setzen. Das wäre eine Idee. Da stand ja drin, glaube ich, jawohl, kann den pH-Wert senken. Wir können aber auch mit Medizin nachhelfen. Und zwar nicht mit Salz, sondern mit Natriumhydrogensulfatbrillen. Die können nämlich den pH-Wert senken. Und da kaufen wir jetzt mal hier ein Fläschchen davon. Gehen wieder auf die Infoansicht, damit wir das auch gleich mitverfolgen können. Werfen das hier rein und jetzt sehen wir auch hier links gleich wieder die unmittelbare Wirkung. Wenn wir die Menge mal erhöhen auf 1 Gramm, dann sehen wir, dass das von 794 auf 735 springt. Das ist leider noch zu viel. Ich glaube, wir müssen unter 7 sein. Gehen wir mal hier auf 6,4, das wären 6 Gramm von den Natriumhydrogensulfatpillen. Werfen das mal rein. Jetzt sind wir gleich, okay, 639. Für die Fische ist das gut, für die Pflanzen jetzt nicht ganz so gut. Aber auch nur ganz knapp. Also das haben wir jetzt auch gleich wieder im Griff, weil der pH-Wert wird, so hoffe ich, gleich wieder nach oben springen. Jawohl, da ist auch schon wieder oben bei 7,3. Das ging ein bisschen arg schnell, muss ich sagen. Also, da würde ich mir jetzt wünschen, dass das Tutorial uns da noch so ein bisschen mehr Infos an die Hand gibt, weil ich als Laie verstehe halt absolut gar nichts von Ammoniakstickstoffen, Nitritstickstoff, Nährstoffe und gelösten Sauerstoff, wie das so alles zusammenspielt. Es gibt zwar hier oben die Hilfe dafür. Hier kann man hier Wasserqualität so ein bisschen was lesen. Wird man auch ein bisschen schlauer draus. Also zum Beispiel, glaube ich, war das, wenn ich mehr Sauerstoff zuführe dem Wasser, dann geht der pH-Wert nach unten oder nach oben. Ah, ich weiß gar nicht mehr. Müssen wir mal die Hilfe dann nochmal durchlesen an dieser Stelle. Schaut es euch selber mal an. Aber vielleicht haben wir hier auch den einen oder anderen Aquarium-Experten. Der könnte mir das auch gerne mal in den Kommentaren vielleicht nochmal erläutern. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich mache jetzt hier einfach nur noch den Time Warp, damit wir hier, jetzt ist übrigens alles wunderbar grün. Sehr schön. Ah, Ticken zu früh.
Ticken zu früh. Ich würde nämlich gerne ans Ende der Woche und natürlich nach Möglichkeit auch so einen kleinen Bonus einheimsen wollen. Moment, das war jetzt hier ein bisschen zu viel geklickt. Wenn wir jetzt das hier nochmal reduzieren auf 643. Das dürfte doch reichen. Ja, 7 ist einfach echt noch zu viel für euch. Das ist echt doof. Oh nein, Gewicht ist das Problem. Gewicht, die haben Gewicht verloren. Das heißt, sie brauchen was zu essen. Oh, ja, dann. Da können wir was machen. Werfen wir gleich Essen rein. Wir hatten damals einen Futterautomaten. Den hat man einfach so eingestellt, dass der, glaube ich, zweimal oder dreimal am Tag einfach immer Essen reingekippt hat. Da hast du quasi in diesen Fächern das Essen reingetan. Das ist so wie diese Pillen für die alten Leute, wo du dann schon vorsortiert hast. Und der Automat hat sie einfach immer gedreht. Einmal, beziehungsweise dreimal am Tag und dann fiel immer Essen runter. Das müsste es hier auch geben, würde ich mich sehr freuen. An dieser Stelle. Wäre gleich mal wieder ein bisschen weniger Arbeit. Ja, ich will es mir da ein bisschen einfach machen. Also ich möchte jetzt hier kein Aquarium Wissenschaft betreiben. Ich möchte einfach nur ein Aquarium haben, wo die Fische herumschwimmen. Jetzt beschleunigen wir die Zeit noch ein bisschen. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit dem Gewicht? Wird das schon besser? Ja, ich glaube schon. Jawohl, schaut mal her. Jetzt steigt das wieder. Super. Die Fische sind glücklich und der Wochenbericht ist gerade eingetroffen. Ah, perfekt. Warte mal, ich muss das hier nur wegtun. Und jetzt sind wir hier im Wochenbericht. Ursprünglicher Kontostand 106,11 Cent. Hatten wir hier dann Einnahmen diese Woche, Wochenbudget für Stufe 1 sind 20 Euro. Ausgaben in der Stromrechnung sind 7,15 Euro. Übertrag ausstehende Rechnung haben wir keinen. Erfolgsprämien, Bonus für stressfreie Fische und Pflanzen 0. Boah, das ist jetzt doof. Okay. Und Bonus für Fische und Pflanzen im grünen Bereich 5. Pflanzen wären 1,25 Euro. Damit beträgt unser neuer Kontostand 120,21 Euro. Das heißt, wir haben hier 14,10 Euro. Gut gemacht. Perfekt. So kommen wir jetzt dann natürlich an immer weiteres Geld heran und natürlich auch über die Quest. Da haben wir jetzt hier noch Botanist bekommen. Zur Belohnung dieser Quest würden wir hier 100 Erfahrungspunkte kriegen. Großvaters Liebling wären 150 Erfahrungspunkte. Ich sehe hier gerade, es gibt eine Ablauffrist. Oh, okay. Muss ich mal gucken. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal von mir und dem ersten Eindruck sowie dem Tutorial vom Biotope. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Über ein Abo, Like oder Kommentar würde ich mich natürlich wie immer freuen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns schon in der nächsten Folge vom Biotope wieder. Wann das sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Ich muss jetzt hier erstmal so ein bisschen für mich herumspielen, wie ich mit diesen Werten klarkomme. Und wenn das Aquarium vielleicht ein bisschen lebhafter ist, mache ich auf jeden Fall nochmal eine neue Folge. Bis dahin, macht's es gut. Schaut euch gerne eine meiner anderen Videos an auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal dann.